Hallo wir und herzlich willkommen zurück zu Sims 2 in schönen Süchtigen mit Familie Blender. Und das ist die Cynthia Blender. Ich habe irgendwie gedacht, dass ich die Bettdecke von ihr eigentlich kaum benutze und kaum kenne. Genau, sie wurde benannt nach dieser Cynthia Blender. Und wir haben ja vier Kids in diesem Haus. Und unser lieber Bilbo, der kümmert sich schon den ganzen Tag um die Zwillinge. Der ist schon echt den ganzen Tag irgendwie da dran. Das ist so krass. Oh, Bonnie ist im Bad. Die war ja arbeiten. Und jetzt ist aber Wochenende und die haben frei. Also beide. Die Kinder haben zwar noch 3 Tage, aber dann. Sie hat ihn nach ihm gepfiffen. Hat die tatsächlich gepfiffen? Ich habe ihr nämlich gesagt, sie soll den Bilbo malen. Und ja, okay, soll sie einfach mal machen. Und er soll einfach mal folgen. So, währenddessen Bilbo hoffentlich noch nach oben geht, würde ich mal sagen, du gehst mal ins Bad. Du kannst mal direkt aufstehen. Okay, so, dann gucken wir mal. So, dann gucken wir mal. Oh je, sich wieder auch so doof hingestellt. Hoch. Entschuldigung, Tab. Q ist nach unten. Und E ist ein bisschen nach oben. Ich möchte eigentlich immer nur denjenigen drauf haben. Doch, so geht's aber, oder? Noch ein bisschen zurück. Ne, ein bisschen vor. Kleines. Ich habe halt nicht großes Spielraum, aber er sieht ganz gut aus. Moment, C. Sehr schön, cool. So. Dann macht mal, fangt mal an. Aber ich schicke Bonnie eh gleich ins Bett, glaube ich. So, du gehst erstmal. Oh, einen anderen Weg finden. Geldstrafe, okay, macht nichts. Wir haben echt viel Kohle bei dem Haus. Wobei mich das mal wieder dazu bringt. Wir können, glaube ich, wahrscheinlich mal einkaufen gehen. Aber gut, das habe ich jetzt gerade keine Lust. Von daher hat es einfach noch ein bisschen Zeit. So, du. Kannst hier noch betrachten, das betrachtest du, das betrachtest du, dann hast du hoffentlich ein bisschen Spaß. Oh, Armin, ah, wunderbar, Armin. Dann stehst du auch mal auf und du betrachtest mal das hier. Du betrachtest das und das. Er hat übrigens schöne grüne Augen, finde ich auch wieder sehr schön. Bernd und Bonnie sind keine besten Freunde mehr. Was mit deinem Papa? Bist du keine beste Freunde mehr? So, das betrachte ich auch noch. Und dann machst du erstmal Hausaufgaben. Das möchte ich eigentlich mit ihr auch machen. So, und die zwei Kleinen. Also, er müsste mal dringend auf die Toilette. Deswegen. So, du kommst mal bitte hier runter. Und dann Bernd ans Töpfchen gewöhnen. Das heißt, dass du mal gerade aufhörst. Ich weiß gar nicht, wie weit hat er schon? 3 Punkte mit Logik. Und danach kriegst du vielleicht aber trotzdem erstmal was zu essen. Sie ist total müde. Aber Bonnie wahrscheinlich auch. Dann würde ich sagen, die Jessica können wir direkt ins Bett bringen. Genau. So, du machst aber erstmal, ich hoffe mal, das schafft ihr. Und er kriegt vielleicht erstmal was zu essen. Dann noch Flasche holen für Bernd. Sie pobelt da hinten, na toll. Ah, geschafft, geschafft, geschafft. Sehr schön. Sehr, sehr cool. So. Cynthia ist auch weg, ne? Ja, die macht gerade Spaßiges. Genau, dann kannst du nämlich auch erstmal die Hausaufgaben machen. Hunger ist noch nicht so groß. Den kriegen wir noch hin. So, du lernst das mal und. Nee. Das muss nicht mehr gelehrt werden. So. Danach geht sie erstmal ins Bett im Schlafanzug. Und ich schicke ihn mal direkt hinterher. Oder? Wobei, warte mal. Nee, warte mal. Bring den. Ach. Warte. Du sollst hier das erstmal trinken. Komm schon. Okay, dann mach du das gerade kurz nochmal. Er trinkt und dann bringst du ihn ins Bett. So, meine Güte.
So, Armin, ein bisschen brauchst du noch. Okay. Okay, wartet mal. So. Das würde ich dann tatsächlich mal so ein bisschen irgendwo in ihr, irgendwo was, weiß ich nicht, reinstellen. So mal vielleicht. Und dann gucken wir mal, dass wir zusammen auch, also die Kids ein bisschen zueinander bringen. Du kannst danach nämlich zeichnen gehen. Und mal gucken, wie lange Cynthia da noch braucht. So, Tiger, meine Güte, wo ist der? Der ist hier. Essen ist auf jeden Fall genug. Oh Gott, ja. Oh Gott, das habe ich nämlich total vergessen. Das Essen. Aber ist noch genug in den Näpfen. Aber wir haben uns heute überhaupt nicht um die Näpfe gekümmert. So, du kannst den Bernd jetzt mal ins Bett bringen. Genau, der ist nämlich auch müde und dann gehst du selber. Sehr schön. So, ich spule mal ein bisschen vor. So, die Kleinkinder schlafen, aber die schlafen ja erfahrungsgemäß nicht ewig. Und ja, ich vermute mal, dass ihr dann irgendwann früher aufstehen müsst. So, Armin ist fertig. Sehr schön. Und Cynthia darf dann auch dazukommen. Ich weiß noch gar nicht, wie es ist denn euer Verhältnis? 38 von ihrer Seite aus. Okay, und ja, auch mit den zwei Geschwistern ist sie gar nicht so hoch. Ich glaube, warte mal, bei den Eltern, boah, geht es noch so? Armin darf sich auch mit den Eltern noch ein bisschen befassen. Oh, und bei ihm ist null hier. Das ist interessant. Okay. So, er hat mit dem Papa ganz gut, mit der Mama noch nicht befreundet. Sie hat sich mit der Mama befreundet, mit dem Papa nur so ein bisschen. Ja, die Geschwister müssen aber noch aufgebaut werden. So, die eine von beiden wird nachher gleich wach sein, während die beiden hier spielen. Finde ich aber auch süß jetzt mal, dass ihr euch hier so ein bisschen, hoffe ich mal, ja, so, hier geht's hoch. Sehr schön. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. So, Bonnie wird, glaube ich, diejenige sein, die ein bisschen weniger müde ist. Und demzufolge, sobald einer da drüben aufwacht, dann aufstehen wird. Eines gerade noch. So, du hast alles 1, 2, 3 und du hast 1, 2, 3. Genau. Okay, wunderbar. Dann habe ich das zumindest geschafft. So, die Jessica ist auf. Dann machen wir direkt. Steh mal auf, die Jessica ins Bett und das wirfst du dann weg und gehst dann erstmal selber ins Bett. Der Bernd wird direkt aufgeweckt. Er war noch nicht ganz, ganz ausgeschlafen. Oh, wo, was machst du? Geh nochmal hier so aufräumen. So, und dann kannst du noch ein bisschen zeichnen gehen. Ich meine, das ist ja auch ein bisschen Punkte aufbauen sowieso, oder? Ach so, ich muss bei euch aber vermutlich, oh, das weiß ich gar nicht. Physiologie und lebenslange Zufriedenheit fehlt bei ihr noch, okay. Und bei dir Physiologie. Da müssen wir natürlich auch noch ran, dass sie das noch erledigen. Tiger lief gerade irgendwo da rum, ne? Ach so, und Alex ist nach Hause gekommen und wo bist du, Alex? Alex? Ups. Wo ist er denn? Ach, da. Okay, also Energie, ja, Hygiene. Das müssen wir uns dann mal irgendwann darum kümmern, meine Güte. Er geht jetzt erstmal schlafen, aber. So, ah, Moment, den Bernd nochmal rauslassen. So, Bonnie, Bernd rauslassen. Achso, ich habe gesagt, sie muss nochmal auf die Toilette. Ah, warte mal. Guck mal, du kannst hier auch noch ein bisschen zeichnen gehen. Guck mal, geh doch mal. Wo ist jetzt Cynthia hin? Ah, die ist baden. Okay, warum? Aber so, sie hat auch Hunger. Dann mache ich mal Reste holen. Er muss, darf schon wieder gleich schlafen gehen, glaube ich. Aber 4 Uhr nachts ist es eigentlich okay, wenn du ein bisschen schläfst. So, den Bernd. Das da. Und das sagen wir auch mal zeichnen darf er dann direkt. Achso, ich muss warten, bis er
bis er unten ist. So, das kannst du aber leeren. Und dann gehst du mal zeichnen. Komm mal hierher. So, Bonnie hat ein bisschen Hunger und Freunde und so. Oder ich gehe nochmal eine Runde schlafen. Ach nee, ich kann nur entspannen. Okay. Oh nein, das ist kaputt gegangen. Warte. Dann muss ich reinigen. Kreativitätspunkte. Ich lasse sie einfach mal hier sich ein bisschen befreunden. Ich hoffe, es funktioniert. Sehr schön. Du bist hier. Sehr schön. Okay, dann mache Aste abspülen. Und, guck mal. Cynthia, sei doch mal so lieb. Säubern und Napf füllen. Das wäre ganz cool. Genau, und dann würde ich aber mal ganz kurz sagen, so, lebenslange Zufriedenheit, das lernst du mal. Und irgendwie müssen wir mal den Tag-Nacht-Rhythmus, also dieses Schlafen, dass wir das nicht so tagsüber haben, das müssen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen. Ab und zu habe ich tatsächlich dieses Problem oder immer wieder mal, sag ich mal so. So, dann ziehst du dich mal an. Oder weißt du was? Guck mal, was wir haben. Und danach ziehst du dich um. Okay, und ich muss mit dir auch noch einiges lernen. Logik und Sauberkeit. Okay, von da haben wir nicht viel. Was haben wir denn in bei den Sachen? Ja, ich würde mich nämlich mal nicht ganz so warm anziehen. Ja, das gefällt mir eigentlich. So. Und gucke ich aber direkt mal Outfit für Outdoor planen. Ah, das ist ein Outdoor. Ach Gott, guck mal. Guck mal, das steht dir doch bestimmt auch ganz gut. So, dann würde ich aber tatsächlich sagen, du gehst mal noch hier fix die Sterne. Oh, komm schon. Sterne anschauen. In Luft werfen. Genau, so. Oh, guck mal. Den Tiger liebhaben, knuddeln und liebhaben, Leckerchen geben. Und mit ihm spielen, genau, das macht sie eigentlich ja schon gerade. Aber mit Tiger haben wir sie ja eigentlich auch sogar. Na egal. So, dann gucke ich mal. Harndrang. Lieber Bernd, Harndrang. Dann gehen wir auf die Toilette. Dann ist er schon wieder müde, meine Güte. Ach, und sie will was zu essen. Gibt es hier was zu essen? Ach nee, guck mal, wir machen mal Windeln wechseln. Ja. Und dann anziehen. Nee, nicht Outdoor. Outfit Jessica. Oh. Alltagsoutfit Jessica. Das ist ja süß. Das ist eigentlich auch goldig. Ich möchte das nehmen, auch wenn wir Winter haben. Sie bleibt ja im Zimmer. Okay, aber ich muss sie umziehen. Ah, umziehen. Jessica. Ist das? Ja, super, cool. Das vergesse ich nämlich ganz ehrlich immer und immer und immer wieder. So, und dann gibst du ihr mal was zu essen. Frühstück, nee, wo haben wir es denn? Flasche holen für Jessica. Puh, ganz schön viel zu tun, muss ich sagen. Ganz schön viel zu tun. Und dann gehst du mal runter. So, dann gehst du das aufräumen und dann gehst du erstmal Frühstück machen. Machen wir Omelettes. Ich gucke mal zu Armin. Der hat sich wunderbarerweise wieder zum Schlafen gelegt. Und die Cynthia lernt noch. Das ist eigentlich auch soweit okay. Wenn du dann fertig bist, dann kannst du mal betrachten. Und auch nochmal eine Runde schlafen gehen. So, der Bernd wiederum. Bilbo ist übrigens wieder wach. Warte mal. Dann kannst du ihm auch mal... Ah, nee. Windel wechseln geht gar nicht. Aber ich würde trotzdem auch mal Outfit zusammenstellen. Und danach legen wir ihn aber direkt ins Bett mal. So, dann gehst du mal auch auf die Toilette. Und... die Kleine, gut, die macht hier gerade was. So. Meine Güte. Ja, was denn jetzt? So, das hätte er
Genau, ich würde nämlich gerne eine andere Farbe mit dir haben. Oh, oder das hier. Guck mal, das sieht doch süß aus. Ja, warum nicht? Aber du gehst erstmal ins Bett. So. Ich warte noch. Wahrscheinlich, also er geht wahrscheinlich gleich runter. Die sind abgestorben. Einsprühen. Guck mal, wir können sprühen. Was haben wir denn eigentlich hier mit dir? Wir haben erst Silber beim Gärtnern. Okay. Blöd. Wie weit ist das Essen? Ach so gut, wir gehen erstmal essen. Ich wollte sie jetzt in einem Pflanzensim machen. Und das wird aber noch ein bisschen dauern, denke ich mal. Es war jetzt einfach zu viel los in diesem Haus. Ja, mit dass Zwillinge kommen, das war irgendwie ziemlich unerwartet, muss ich gestehen. Und von daher. So, die Cynthia. Warte mal. Du bringst die Cynthia auch nochmal. Ach Quatsch, die Jessica. Meine Güte, jetzt komme ich schon total durcheinander. Nee, geh erstmal sie ins Bett bringen. Danach kannst du das wegwerfen und kannst was essen. So, und wenn du fertig bist, gehst du erstmal Reste weglegen und dann gehst du mal raus sprühen oder so ähnlich. Nee? Warum warte? Bei irgendjemandem war doch sprühen gestanden. Ich kann aber nur wegwerfen, gießen. Da. Einsprühen. Viele einsprühen. Das machen wir einfach mal. Was machst du denn hier draußen, Tiger? Geh doch rein, sonst wird dir zu kalt. Das Leben ist ein Fluss. Wunderbar. Das haben wir geschafft. Sehr schön. Genau, und dann würde ich dich runterschicken und dann kannst du die Physiologie lernen. Ich lasse ihn jetzt mal nicht ganz ausschlafen. Oh, wobei, warte mal. Zieh dir erstmal was an. So, sonst würde er nämlich wieder im Schlafanzug rumgehen. Ich habe oben gesehen, dass was kaputt ist. Ah, es ist gleich schon wieder 9 Uhr. Meine Güte. Die Zeit vergeht tatsächlich. So, die Kids sind, glaube ich, beide. Ja, ihr schlaft. Das ist sehr schön. Armin kommt runter. Hier ist die Wanne kaputt gegangen. Cynthia ist auch im Bett. Alex würde auch mal gerne ein Bad nehmen. Hat dich das in dieser Badewanne geschafft? Also ging das dort? Ich weiß es nicht. So, du legst das und das erstmal weg. Oh, du bist ja gut. Okay, warte mal. Baden. Nicht Bernd, Jessica. Alex waschen. Du versuchst das mal mit Alex. Und du gehst mal hier hoch, genau, du reparierst. Und danach kannst du ein Bad nehmen. Okay, so, ich glaube, ich sage aber erstmal einen Tschüss und Goodbye. Lass es dir gut gehen. Lass mir gerne einen Kommentar und oder einen Daumen nach oben hier, wenn es dir gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Dann gehen wir zu Familie Traumtänzer hier rüber in das Original Traumtänzerhaus zu Familie Thomas. Traumtänzer, tschüssi, bis zum nächsten Mal. Eure Sagina Dautor.